Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei der blinden Wolle. Ich bin Janina, ich bin 32. Für alle, die neu dabei sind, das hier ist mein Kreativ-Podcast mit Stricken, neuerdings Häkeln und Diamond Painting und mein Aufklärung-Storytime-Podcast und heute mit einem Special Guest. Hallo. Meine jüngere Schwester Jana, ich bin Jana. Hallo. Ja, ich habe euch, für alle, die mir länger folgen, habe ich euch ja schon öfters mal von ihr erzählt. Und ja, stell dich mal vor, erzähl mal was von dir. Okay, ich bin Jana, ich bin 28 Jahre. Ich, wie ihr es sehen könnt, Janina und ich, wir haben halt die gleiche Hautfarbe, Haarfarbe jetzt nicht, aber ist egal. Ich bin ganz schön aufgeregt, weil das so, ich drehe nicht oft Videos tatsächlich. Ja, ich drehe nur TikTok und so, aber auch nicht oft. Ich sehe nur 2% auf einem Auge rechts. Also hier auf der Seite sehe ich nichts mehr. Und ich zock auch gern. Sieht man auch hier an ihrer Wand. Ich muss jetzt mal kurz meinen Schal ausziehen, aber ich zeige ihn euch noch kurz. Weil ja, zeig warm. Mal. Das ist voll also schön. Also das Tuch habe ich nicht selber gehäkelt. Das hat mir gestern eine Freundin geschenkt. Das sieht so aus. Ist aus Modalgarn. Oh, ich habe es falsch rum, aber es ist richtig schön weich und trägt sich gut am Hals. Und es hat mich riesig gefreut. Ja. Das ist ein richtig schönes Tuch, finde ich irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich finde es voll schön. Ich finde auch deine gestrickten Sachen immer voll schön und so. Ja, gell? So hat es angefangen. Das ist voll toll. Ja, ich kann auch verstehen, dass du aufgeregt bist. Mir ging es am Anfang nämlich auch so. Irgendwann gewöhnt man sich daran tatsächlich. Ja, schon. Ja. Und ich sag mal, wir sind beide Käs. Also wie man sie Käs weiß. Ja. Tattoos auch. Ja. Auch tätowiert. Hier mein, Arm kurz drehen, so, das ist mein... Hier mein rechter Arm. Das ist mein rechter Arm. Nee, das ist jetzt, ich spiele halt so gerne so Spiele, wegen Zocken. Das geht tatsächlich auch, und zwar kann man bei so Spiele, zum Beispiel The Last of Us Part 1 und Part 2, kann man jetzt Barrierefreiheiten einstellen. Und ich zock da halt auch mit Barrierefreiheiten und so. Daher geht es eigentlich ganz gut. Wie ihr wisst, ich nenne es auch freundlich Behindi-Modus. Genau, Behindi-Modus. Ja, genau, Behindi-Modus. Und da habe ich es auch gespielt. Ja, also gut, ich habe jetzt diesen Kontrast habe ich nicht drin. Aber ich habe halt, ich zocke halt The Last of Us auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Und das geht tatsächlich auch ganz gut. Und ja. Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen, nehmt euch euer Werkzeug raus, sei es Stricken, Häkeln, Diamond Painting, Malen, was ihr gerne macht. Und hört uns einfach bei unserem Geschwafel zu oder bei unserem gestört Gelächter. Entschuldigung. Also auf jeden Fall, ihr seid dabei, so habt ihr auf jeden Fall... Ja, Unterhaltung. Also wir haben beide das Albinismus. Ja. Und sie geht halt, ich sag mal, damit ein bisschen offener als ich. Also sie läuft mit einem Blindenstock rum. Ich habe zwar jetzt mittlerweile auch einen, dazu komme ich mal in einem anderen Video. Ja, zeig mal deinen Blindenstock. Das ist mein treuer Freund. Und da hat hier unten so eine Kugel und die dreht sich dann halt. Darf ich den Namen geben? Ich nenne ihn Johnny. Ja, Johnny, gute Idee. Ja, den gebe ich auch immer, nicht immer Name, aber früher mein anderer Stock heißt tatsächlich Sir Galahad. Sieht man an meiner Wand. Ist auch ein Videospielcharakter. Aber der heißt jetzt Johnny, mein Stock. Gell, Johnny, alles gut. Jetzt stecke ich jetzt wieder weg. Ey, das ist mein kleiner Freund, der Johnny. Ach Gott, das klingt wie so ein Penisnamen. Ja,
Ja, genau, ich habe mir auch einen Stock gekauft. Ich habe jetzt nicht so einen krass hochwertigen, aber dazu mache ich, wie gesagt, mal ein extra Video. Sie geniert sich nicht. Das frei offen auch zu Ja, sagen und und so, ja. ich habe damit halt, also ich habe das halt ja, wie ihr wisst, öfters versteckt. Ich habe mich auch, gut, schminken tue ich mich immer noch tatsächlich manchmal, Nee, ich nicht. aber Mein nicht, Gott, um ich. das zu verstecken, sondern einfach, um mich dann mal schöner zu fühlen. Also ich habe mich jetzt nach dem Krankenhaus, als wir zum Bodensee gefahren sind, da habe ich mich jetzt auch mal wieder ein bisschen geschminkt, einfach so fürs Selbstwertgefühl. Und früher habe ich mich halt wirklich geschminkt, um das zu verstecken. Oder habe auch meine Haare gefärbt. Also ich meine, es ist sehr cool, sich die Haare so zu färben. Das machen ja viele gern und why not? Gut, ein bisschen färben tun wir es trotzdem immer noch. Kann man ja Ja. die weiße Haarfarbe so ein bisschen farblich zu unterstreichen. Aber wie ihr seht bei mir, ich gehe jetzt hier mal näher hin, man sieht es ja hier oben wieder. Also, und es sieht ja dann jetzt auch nicht blöd aus, wenn man jetzt zum Beispiel eine dunkle Haarfarbe drin hat, würde man jetzt auch voll, Voll den Ansatz sehen und ja, so. genau. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr auf dunkle Haarfarbe, deswegen habe ich jetzt auch so ein Blau halt drin. Ja, und da sieht es halt, das wäscht sich dann halt auch schön raus. Und ich habe damit halt früher so meine Probleme gehabt. Das hat einfach auch mit dem Mobbing in der Schule zu tun. Wer meine, ihr könnt dazu auch mal, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, meine älteren Videos, da habe ich mal was darüber erzählt, übers Mobbing in der Schule. Und das sind halt so Nachfolgen davon. Und jetzt, ja. Aber du probierst ja trotzdem auch ganz gut, dass du damit jetzt offener umgehst, und sonst nicht gut. Ja, das Witzige ist, es hat ja angefangen, seitdem ich mir, das Einzige, was ich mir wirklich jetzt habe tätowieren lassen, sind ja meine Augenbrauen. Das wissen meine, die mir länger folgen. Und das hat tatsächlich wirklich geholfen, weil das hat mich halt wirklich gestört, dass man halt meine Augenbrauen nicht sieht. Und mittlerweile gehe ich auch ungeschminkt raus. Das ist mir dann eigentlich egal. Also wie ihr seht, ich bin ja heute auch ungeschminkt. Und Ja. früher hätte ich das nie, nie, nie gemacht. Also ich bin früher auch mit 40 Fieber geschminkt zum Arzt gegangen. Also jetzt im Nachhinein denkt man sich, oh mein Gott, wie gestört. Aber würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Das hat halt früher schon sehr an meinem Selbstwert gekratzt. Und du bist damit ja, du bist ja mal in der Bahn, René, aufstehen, ich bin behindert. Ja, das mache ich wirklich so. Ich sag dann halt, ja, könnten Sie bitte aufstehen? Ich, wie Sie sehen, ich habe eine Behinderung. Manchmal bin ich auch echt rabiat, wie sie das auch gesagt haben. Ja, sorry, aber das ist mein Platz. Ich darf hier sitzen. Da bin ich manchmal auch schon echt ruppig, sage ich jetzt mal. Aber manche Menschen wollen es einfach nicht verstehen und dann muss man auch härter durchgreifen und sagen, hey, Entschuldigung, aufstehen. Ich habe eine Behinderung. Ich darf da sitzen. Und Übrigens, also liebe Grüße an die Steffi von Devilly Crochet gehen raus. ja. Die hat auch gesagt, dass sie das gut findet und dass man sich da nicht schämen muss. Also du Ja, machst das richtig. danke. Ja, also toi, toi, toi. Danke. Ja, ich muss sagen, ich traue mich das noch nicht so wirklich. Ich habe immer gedacht, okay, ich bin jetzt so körperlich nicht eingeschränkt. Ich kann ja auch notfalls stehen. Aber ich stehe an sich auch nicht gerne in der Bahn. Nee. Und jetzt ja mit meinem Arm sowieso nicht. Vor allem. Ja, vor allem, eigentlich ist es das auch so, dass wir beide, weil wir schlecht sehen, mit dem Gleichgewicht auch so ein bisschen Probleme haben. Also ich habe es auf jeden Fall, weiß ich nicht, wie es bei dir ist. Aber bei mir ist es halt so, da ich ja schlechter sehe als du, also ich sehe wirklich, also wie viel siehst du nochmal? Jetzt auf beiden Augen 20% laut dem neuen Sehtest, aber das ist immer noch schlecht. Und ich sehe auf einem Auge 2%, also ich glaube, das ist 10-fache schlechter oder 20-fache fast. Und da ist es halt auch dann so, dass halt bei mir dann das Gleichgewicht halt so das Problem ist. Wie äußert sich das bei dir? Erzähl mal. Also wenn ich soll, ich könnte jetzt nicht auf einem Bein lange stehen oder wenn ich jetzt in der Bahn stehe und ich muss stehen und es gibt, macht keiner Platz, Ach so, ja. ja. Dann kann schon sein, dass ich halt schneller umfall oder mich verletze oder so. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist das bei mir auch so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum ich mich, also ich häkle jetzt mal nebenher. Dann könnt ihr mal sehen, wie ich das mache. Also ich bin Linkshänderin, das heißt, ich häkle, gut, jetzt auf dem
Also ich häkle eigentlich spiegelverkehrt, aber es wird auf der Kamera jetzt wahrscheinlich anders angezeigt. Ja. Das heißt, bei mir ist dann die Häkelnadel nicht rechts, so wie man es in den meisten Videos kennt, sieht, sondern halt links. Links, ja. Weil das habe ich mir dann jetzt so... Also ich das Lustige ist, ich stricke rechtshändig, weil ich damals nicht wusste, dass man auch linkshändig stricken kann. Schaut mal hier, das süße Geistchen. Voll süß, zeig mal. Guck hier. Oh, ist das süß. Den habe ich mal gewonnen, das ist ein Anhänger von Pauli McLaren. Mm. Den habe ich mal beim Zarwin-Malen habe ich den mal gewonnen. Von Freiweib ist der. Also ey, das ist ja cool. Da hat man dann für Halloween, also konnte man dann Sachen basteln, stricken und ich habe ich habe mir vor 2 Jahren war das, da habe ich mir so Handstulpen gestrickt. So war die rosa, ne? Ach, die, ja. Mit dem Topfmuster. Stimmt, ja. Und Zarwin ist ja, glaube ich, korrigiert mich das keltische Wort dafür. Ich muss jetzt hier gerade nur mal auf meine Maschen gucken nebenher. Mhm. Haben wir hier kurz bei Kim hingesetzt. Ja. und dann, wo du da halt gezogen, habe ich halt einen Strang Wolle gewonnen und die Maschenmarkierer. Das ist voll cool. Ich weiß nur noch nicht, was ich aus diesem hübschen Strang machen werde. Vielleicht mache ich mal irgendwie einen Pulli oder so, sofern ich wieder mehr stricken kann tatsächlich. Mm. Momentan häkle ich mehr, was einfach, wie ihr ja wisst, mit meiner Hand zu tun hat. Beziehungsweise mit meinem Arm. Die Hand ist weniger das Problem tatsächlich. Aber das geht halt irgendwann einfach sehr auf meinen Arm und der Bruch oben ist halt ja noch nicht verheilt. Mm. Also, na, ist schon heftig, finde ich. Irgendwie. Ohne Schmerzmittel, geht es halt noch nicht. Ja. Und, sowas dauert eine Weile. Aber wie ihr seht, ich kann die Finger schon besser bewegen, tatsächlich. Na, man sieht's, stimmt. Und ich kann auch nur mit dieser Dings häkeln, also mit der. Schon mit der Schiene halt, gell. Davor würde die, da ohne die würde die, würde das runterhängen wie ein nasser Sack. Wie ein Hodensack. Egal, ich hab nix gesagt, ich hab. Nee, hat sie nicht. Also, ich sag nur so viel, wenn es eindeutig dankt, hat eindeutig mehr Spaß. Ja, das stimmt. Haben wir gestern mit meiner Freundin auch festgestellt. Na, weil es ist das Leben ja langweilig, oder? Ja, richtig. Und das Leben ist eh schon ernst genug. Ja, das stimmt. Aber ich finde es voll schön. Ich finde es was wird das, ein Schal, oder? Nee, das soll eigentlich ein Oberteil werden. Mm. Und es wird aber dann zusammengefügt. Ob das jetzt das Vorder- oder das Rückteil wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Ah, voll schön. Also wie ihr seht, so sieht das bis jetzt aus. Ich habe jetzt das Loch, also hier ist, ich habe mir gestern das Gittermuster beigebracht, beziehungsweise hat mir das meine Freundin gezeigt. Und die Wolle ist die Universe XL, glaube ich, in der Halloween Edition. Und schaut euch mal die coole Häkelnadel an. Ist echt cool, zeig mal. Die ist so aus Holz. Die habe die ist so schön. Die habe ich auch von meiner Freundin, die habe ich ja abgekauft, aber ich weiß nicht, woher sie die hat. Sie meinte nur von irgendeiner blöden Kuh. Und ich habe noch einen, ich habe die gestern als Drumsticks benutzt. Ich so, ja komm, mach mal Musik. Das sind so Klang, weißt du, Klangstäbchen. Ja, kenne ich. Ja. Kindermusiktherapie. Das ist echt witzig. Hier so diese Holzstäbchen, weißt du. Ja, diese wurde dann wie so auf dem Schlagzeug oder so, gell? Warte mal, ich mach mal ganz kurz. So, weiter geht's. So, wo sind wir stehen? Ach so, ja, bei den Klanghölzern. Das ist auch voll witzig. Mein Mann meinte gestern nur so, du willst bald. Ja, weil die kann man dann wirklich schön... Also Leute, wenn ihr mal in der Musiktherapie seid oder Musikschule und ihr habt keine Klanghölzer, dann nehmt Häkelnadeln.
oder irgendwelche großen Jacken, Stricknadeln. Man kann sie auch zweckentfremden. Das ist so. Ja. Ja, nee, aber so. Ich habe auch euch auch noch eine Brille, die muss ich aber nur schnell aus meinem Rucksack holen. Der liegt aber ja, ja, da. Lass laufen. Der so, wie soll ich sagen, so einen. Ach ja, aus dem Bild raus. Wundert euch nicht, wir haben so unseren Humor. Ja, meine Schwester wohnt in einer Einrichtung, das sind. Ich sag, was sagt man? Für gehörlose Menschen und taub. Also mein Haus ist aber da für taubblinde Menschen. Also taubblinden wohnen, genau. Aber sie, also keine Sorge, meine Schwester hört noch. Ja, ich höre noch sehr gut. Und ich meine, wenn sie zockt, wir kennen es ja alle, dann schreit man rum und das Witzige ist, hier hört es keiner. Das juckt hier wirklich ja? Niemand. Es ist so witzig. Ich schreie dann wirklich immer rum und dann, gut, die Betreuer, die hören es wahrscheinlich, aber die juckt es auch. Ja, die nicht. Lachen sich wahrscheinlich einen Arsch ab. Ich hab, ja, einmal auch. Waren wir auch hier und dann war hier das Fenster auf. Ich sag immer, ja, na, schreien sagen die Nachbarn nichts. Nö. Dann sage ich mittlerweile, ah ja, hört eh. Ja, und jetzt zeige ich euch noch ein Hilfsmittel, das benutze ich auch zum Lesen. Das ist meine Lupenbrille. Hier nur mit einem so ein Objektiv, weil. Ich nur auf einem Auge sehe und das andere ist halt, ja. Ist das so milchig, oder? Ja. Zeig mal. Kann ich mal durchgucken, wenn du willst. Ach, das ist so. Ich das dachte, ist so milchig, ja. Ich hab zuerst gedacht, es wäre dreckig. Nein? Okay, und jetzt. Ah, und dann kann man so lesen tatsächlich. Okay. Ja, so lese ich Bücher, wenn ich in der Arbeit halt nichts zu tun habe. Ja, krass, das vergrößert ja übel. Ja, 25-fach. Und das Teil, das Graue, kannst du vorne abmachen. Dann kannst du in die Ferne gucken. Ach, cool. Zeige ich euch auch. Ach, das ist wie so ein. Guck, dann kann man dann so in die Ferne gucken, wenn du das jetzt aufhast. Dann kannst du wirklich in die Ferne gucken. Okay. Oh, jetzt ist. Hey, das ist so eine Stalker-Brille, weißt du? Ja. Ich kann so dein Haus wo. Ja. Ich weiß, wo dein Bett schläft. Ich weiß, wo dein Klo scheißt. Also, wir sind immer so. Ja. Ich krieg mich gerade nicht mehr. Und ja. Wir sind immer am Lachen und es ist lustig bei uns. Also. Mhm. Ja. Das ist wirklich immer so. Und wir beide haben wahrscheinlich auch die gleiche Lache, ich weiß es eben nicht. Das haben zu uns auch schon, das haben zu uns auch schon einige gesagt. Also hier, ich versuche gerade ein Stäbchen zu häkeln. Die heißen wirklich Stäbchen. Ich wusste ja mal einfach nicht so, hä, was sind Stäbchen? Wieso heißen das so? Aber das ist einfach eine Maschenart. So, ich finde das voll cool. So wie rechte und linke Maschen beim Stricken tatsächlich. Ja, Ich selber könnte jetzt nicht so schön stricken, wenn ich es könnte. Ja gut, ich habe es einmal gekonnt, aber da habe ich auch mal ein bisschen besser gesehen. Früher habe ich pro Auge 8% gesehen, aber es hat sich mittlerweile auch verschlechtert. Vor 10 Jahren, dieses Jahr sind es echt 10 Jahre, wo mein rechtes Auge schon erblendet ist. Und halt, ja, und das linke verschlechtert sich leider auch immer mehr. Weil man weiß auch nicht warum und so. Ja. Ja. Falls die Frage aufkommt. Hat man nicht gesagt, das hat mit den Genen irgendwie was zu tun? Nein. Nicht. Also man kennt die Ursache nicht. Nö. Okay. Und ich muss halt, ich habe leider auch zusätzlich wegen meiner Hornhaut eine Autoimmunerkrankung. Die kann man aber wieder beheben, indem man halt abends muss ich immer Augentropfen nehmen. Und wenn ich die ja 3 Jahre lang nehme, dann ist das auch wieder weg. Ja. Mhm. Aber das ist ja was, da gewöhnt man sich dann. Ja, ich mag das aber gar nicht. Ja, Augentropfen sind nicht so angenehm, aber es macht dann auf jeden Fall Sinn, die zu nehmen. Ja. Ja. Und so läuft das. Ja. Ich denke mal, das ist einfach eine Gewöhnungssache. Ja, das ist halt einfach so, ja.
Tauschrecht. Ich muss jetzt auch jeden Tag meine Narben eincremen. Mhm. Also Narbenpflege betreiben etc. Mhm. pp. Das gehört einfach dazu. Man macht es ja zu seinem Besten. Und genau. Was ich halt auch cool finde, ist, sie zockt, obwohl sie fast nichts sieht. Ja. Und ich denke mal, du machst das nach Gehör. Und sie, ja. hat auch, sie spielt auch manchmal die Spiele in anderen Sprachen. Ja. Zum Beispiel The Last of Us spiele ich gerade auf Englisch. Tatsächlich. Mhm. Und es macht auch voll Spaß, weil die Originalstimmen halt einfach besser sind, als wenn es die deutsche Übersetzung oder so ist. Klingt dumm, aber es ist wirklich so. Ich finde, die originalen Stimmen, die sind manchmal schon, wie in Filmen auch, sind die manchmal schon besser, finde ich. Und das ist halt auch witzig. Manche Witze im Englischen sind dann einfach besser übersetzt als jetzt im Deutschen, weil die Deutsch, das im Deutschen ist manchmal ein bisschen doof übersetzt, aber trotzdem, ich finde es so witzig. Ja, und ich meine, ich habe das Spiel auch mal gespielt und sie ist da deutlich fitter drin als ich. Ich habe dann öfters gesagt, Jana, mach mal. Ich bin da, also ich finde so Spiele auch total cool, aber ich bin da nicht so nicht so fit drin. Ja, weil das halt nicht so mein Gebiet ist tatsächlich. Ja. Ab und an spiele ich Sims. Übrigens, meine Sims können auch stricken. Da habe ich das die Erweiterung schickt mit Strick. Ich finde das voll witzig, dass es bei Sims auch geht. Ich finde das voll cool, weil das ist ja, also Sims habe ich ganz früher auch mal gespielt, aber mir persönlich ist es dann immer zu langweilig geworden, weil es immer das Gleiche ist. Und dann... Ich lasse meine immer ein Techtelmechtel machen. Das ist cool. Ich dachte ja früher, das werdet ihr lernen, ich dachte ja früher, dass ein Techtelmechtel, dass das ein Streit ist zwischen... Ich auch. Ja, dabei ist es ja was anderes. Ein Techtelmechtel. Ne, ich dachte auch immer, Techtelmechtel wäre ein Streit. Ja, ja, und es gibt sogar eine Shisha bei Sims. Und dann habe ich am Anfang gedacht, so okay, ich kann ja selber nicht stricken. Lassen wir doch meine Sims stricken. Mhm. Und ja, ich habe, bevor ich überhaupt stricken konnte, habe ich Sims gespielt auf meinem Laptop. Ich glaube, ich habe 9 oder 10 Erweiterungen. Boah, so viele. Ich habe die mir vor ein paar Jahren alle gekauft, aber mein Laptop hat es dann nicht gepackt. Da wir jetzt aber einen guten PC haben, also wir haben einen Gaming-PC, also mein Mann zockt gerne, aber wir brauchen den ja auch für den Shop. Ach ja, denkt dran, kleine Werbedinger. Schaut bei meinem Shop vorbei, www.blindewolle.com. Es gibt Adventskalender. Die könnt ihr jetzt bestellen. Die könnt ihr bis Mitte November bestellen. Also wir haben das jetzt verlängert für euch, dass ihr die bestellen könnt. Ich bin dann da zwar schon in der Reha, aber keine Sorge, kriegen wir alles hin. Mein Mann kennt sich in der Färbeküche auch aus. Wurde da von mir auch schon gut angeleitet, hat ja auch schon, wie ihr gesehen habt, gefärbt und es sieht auch schön aus. Und der Adventskalender hat einen Wert von 110 Euro und ihr bekommt ihn für 89 und das sind 4 Päckchen, also 4 mal 100 Gramm Wolle in 4 verschiedenen Qualitäten, ein kleines Päckchen für den Nikolaustag als Überraschung und für den Heiligabend und das, was da drin ist, gibt es nur im Adventskalender, also schaut vorbei. So. Genau, macht, schaut vorbei. Ja. Sonst verpasst ihr nämlich was. Ja, und das ist halt ein Adventskalender für die 4, also der hat halt nur 6 Türchen oder 6 Päckchen, nicht 24. Das heißt, ihr könnt immer an jedem Adventssonntag ein Päckchen aufmachen und euch auf jeden Adventssonntag freuen und auf die beiden Tage. Cool. Ja, viele Wolladventskalender sind zum Teil so. Sind die echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe auch mal einen gehabt von Wolldackel vor 3 Jahren. Mhm. Der hatte 5 Päckchen gehabt. Mit 5 Strängen Wolle und dann waren so Lindor-Kugeln drin. Oh, lecker Schokolade. Und mein Mann hat mir letztes Jahr auch einen Adventskalender gemacht mit 4 Päckchen. Einmal mit, da waren 3 Stränge Wolle drin von Peacock. Daraus sind die so, oh Gott, jetzt hätte ich meinen Fuß in die Kamera. Na egal, ich seh dir, ich habe was Gestricktes an. Meine Klubschollensocken. Die sind cool. Ja, und die Wolle war da drin, das ist die Aurora Borealis von Pico Garn. Ich lebe dir echt mal.
Die Wolle ist echt cool. Ja, die Aurora Borealis. Und dann waren noch zwei andere Stränge drin von Peacock Garn. Da gibt es übrigens auch Videos in meiner Playlist, wenn ihr das sehen wollt. Und ein Diamond Painting Bild mit einem Einhorn. So ein längliches. Ich finde es so cool, dass du das machst. Ich sag dir ganz ehrlich, meine Hobbys, das ist einfach alles. Leute, ich sag euch wirklich, schafft euch ein Hobby an. Ja. Ich bringe das einer Freundin gerade auch, aber schafft euch ein Hobby an. Und das ist so scheiße. Schafft euch ein Hobby. Nee. Ich meine das wirklich todernst. Mhm. Weil so ein Hobby, das gibt euch einfach so, so viel. Ich habe das jetzt auch gemerkt bei dem Unfall. So. Ja. Für mich war das die ersten zwei Wochen so schlimm, dass ich weder stricken noch Diamond Painting machen konnte, weil mir einfach was gefehlt hat. Das ist wie, als würde man einem Kettenraucher die Zigaretten wegnehmen. Stimmt. Weil das einfach, weil das gibt einem halt einfach so, so viel. Ja. Einfach auch so für die Seele, für die Psyche. Unsere Mutter hat auch zu mir gesagt, sie findet das so krass, wie ich da mit allem umgehe. Sie könnte das nicht, hat sie mir am Telefon letztens gesagt. Ne, ich weiß. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, habe ihr in WhatsApp ein Bild geschickt und habe gesagt, hey, Diamond Painting und das wegen dem habe ich das halt einfach, geschafft, sage ich mal. Ich glaube, sonst wäre das irgendwie auch ganz anders verlaufen, denke ich mal. Und es war halt so schlimm für mich, dass ich das nicht machen konnte. Also ich kenne das ja, ich könnte das selber auch nicht, sagen wir es mal so. So wie sie das macht, wirklich, kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Ja, ich sag einfach, muss halt irgendwie weiter. Klar, es sage ich auch. Aber ich könnte es nicht so, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, ich habe auch schon Momente gehabt, wo bei denen es mir nicht gut ging oder gut geht, ist immer noch so. Es gibt einfach, also ich möchte auch nicht, dass jetzt irgendwie über den Unfallverursacher geurteilt wird, weil der, ja, der ist schon bestraft genug und das ist auch gut so. Man kann ihm auch nichts unterstellen, da bin ich vorsichtig, aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Ja, er war unter Schock und konnte halt selber den RTW nicht rufen. Ich war in der Situation noch nicht so. Also da waren dann andere, die das gemacht haben, Ersthelfer und so. Es ist halt so, ich weiß das rational, ja, er war unter Schock, aber wenn du halt selber Unfallopfer bist oder Verletzte eben, dann verstehst du das nicht. Hey, warum hat der jetzt keine Hilfe gefunden? Was hätte der jetzt gemacht, wenn da niemand gekommen wäre? Und das ist einfach was, das ist... Ja. Rationell ist es nachvollziehbar, dass er unter Schock war, aber moralisch finde ich das ein bisschen verwerflich. Ich weiß ich das, auch. Und ich bin dazu auch nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie das, also ich bin nicht dazu in der Lage zu sagen, okay, muss man jetzt in Schutz nehmen. Das machen zwar leider viele, die dann sagen, ja, du musst das verstehen, der ist unter Schock. Aber ich verstehe das halt einfach nicht. Ich finde es moralisch ein bisschen verwerflich, weil ich bin so ein Mensch, wenn mir sowas passieren würde, ich würde hingucken, was ist passiert. Ich würde, aber gut, wahrscheinlich ist da halt einfach jeder anders gestrickt. Und wir wissen nicht, was er für ein Mensch ist. Ich kenne den Fahrer nicht. Vielleicht lerne ich ihn irgendwann mal kennen, wenn ich irgendwann mal dazu bereit bin. Er wird auf jeden Fall seine Chance bekommen, sich zu entschuldigen. Das ist auch gut, aber erstmal nicht, oder? Nur zu meinen Bedingungen und wenn ich das möchte. Ich meine, würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Könnt ihr das verstehen, dass der da geschockt ist und selber nicht ein, also RTW oder mir selber so an sich nicht geholfen hat, weil er unter Schock war, oder sagt ihr auch, nee, ist moralisch nicht verwerflich, weil ich höre halt sehr oft, ja, du musst es verstehen, der ist psychisch am Ende und ich kann es aber nicht verstehen oder ich möchte es einfach nicht. Ja, weil, kann ich aber auch verstehen, Janina. Was heißt verstehen, kann ich schon irgendwo, ich weiß, was gemeint ist, ja. Aber ich empfinde einfach keine Empathie. Ja, kenne ich.
Würde mir aber auch so gehen. Vielleicht denke ich mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich jemals anders denke, aber vielleicht verstehe ich irgendwie die Sichtweise, wenn ich mit dem geredet habe. Aber ja, mich würde mal so die Meinung von meiner Community interessieren. Könnt ihr das verstehen, dass ich da keine Empathie empfinde? Zumindest, also ja, jetzt halt noch nicht. Irgendwann werde ich mit ihm reden, um vielleicht mal damit abschließen zu können. Aber ich finde es halt, wenn man es von der moralischen Seite betrachtet, sehr, ich weiß nicht. Ich finde es komisch. Also es ist schön, dass er nicht weggefahren ist, dass er keine Fahrerflucht begangen hat. Das wäre ja noch schlimmer gewesen. Ja, das stimmt. Aber das muss man ihm lassen, dass er nicht da weggefahren ist. Mhm. Und dass es ihm leid tut auch. Aber er hat mir halt so nicht geholfen, weil er es halt nicht konnte unter Schock. Also wenn man das jetzt mal so ganz neutral betrachtet, nicht weil er keinen Bock hatte, sondern weil er halt geschockt, also unter Schock stand. Mhm. Ja, ist ja auch irgendwo verständlich. Das kann man als Außenstehender vielleicht besser verstehen, als wie jetzt, wenn man selber da mitverwickelt ist. Wenn man selber involviert ist und selber der Geschädigte ist in dem Fall. Mhm. Ja. Aber gut. So ist es halt. Ich bin zumindest froh, dass ich mir davor Hobbys angeschafft habe. Ja, das ist gut, ja. Wirklich, Leute, so wie sie schon sagt, sucht euch echt ein Hobby und oder macht halt irgendwas, was euch Spaß macht. Und ja, wie sie schon gesagt hat, auf jeden Fall. Das klingt so scheiße, sucht euch Hobbys. Ja, das hört sich an, weil es gibt ja so Leute, ich meine, ihr kennt es ja selber, so Leute, die einfach nur... Ja, ich weiß, du magst TikTok, aber es gibt auch echt gestörte Leute in TikTok. Ja, gibt's wirklich. Und da denke ich mir, ach so, meine Fresse, sucht euch doch einfach irgendwelche Hobbys. Ja, gut, also ich selber ich habe zwar auch TikTok, ich poste auch nicht jeden Tag was, ich poste selten was. Ja, TikTok ist auch per se nichts Schlechtes. Ich bin auch in TikTok, aber ich bin nicht mehr so aktiv, weil mir ist das einfach zu viel Reizüberflutung. Gibt auch coole Videos. Na. Ich finde es auch cool, dass es sowas gibt und so. Aber das sind echt gestörte Menschen da. Manchmal wirklich richtig gestört, ja. Sehe ich aber genauso. Ruf ich in der Psychiatrie an, waren die Leitung gestört. Ja, so nach dem Motto. Solche Leute befinden sich da auf dieser Plattform. Warte mal, wie lange geht das Video? Ich muss mal kurz gucken. Ah ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das kann ruhig eine Stunde gehen. Das ist gut, ja. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall was zum gucken, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall was zum Hören. Mhm. Ja, zum Gucken, Hören, wie auch immer. So zum Brieseln vielleicht. Ja, es hat diesmal kein ACTV zu berieseln. Entschuldigung. Ja, und was kannst du uns jetzt noch erzählen so zum Thema? Wie gehst du jetzt so mit deiner... Also wie ich damit umgehe? Ja. Boah. Also ich gehe da recht offen um, wenn halt Leute herkommen und fragen, hey, was hast du da? Warum hast du da den Stock und so? Dann erkläre ich halt kurz... Auch wenn es Kinder sind, da versuche ich es halt immer kindgerecht zu erklären, dass halt meine Augen halt krank sind und nicht so. Und versuche ich halt, das kindgerecht zu erklären. Und dann, oder auch wenn es keine Kinder sind, dann erkläre ich halt, ja, so und so. Ich sehe nur 2%, ich habe Albinismus und erkläre das halt eben. Ich gehe da eigentlich recht offen damit. Hast du eigentlich auch mal Struggle damit gehabt, dass du damit jetzt mal nicht so gut klargekommen bist? Also ging es dir mal so, wie es mir ging? Nö. Krass, okay. Nö. Finde ich voll gut. Wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb, ehrlich gesagt. Ich habe zum Beispiel hier bei mir in der Einrichtung gibt es auch eine Schule. Da habe ich auch schon aufgeklärt und da haben mich halt auch Leute gefragt, hey, wie siehst du so und so. Habe ich halt auch aufgeklärt, in der Schule halt mal. Und ich finde, Aufklärung ist mega wichtig.
Vor allem, es geht nicht nur um Sehbehinderung, sondern generell um Menschen mit Behinderungen. Ich finde es halt wichtig, dass man halt aufklärt. Ja, mega. Wie hast du das eigentlich gemacht mit der Aufklärung? Hast du da in der Schule einen Termin ausgemacht? Nein, das war so. Wir haben eine Mitarbeiterin, die ist auch, hilft auch den taubblinden Menschen, die hier in meinem Haus wohnen. Und die hat einen Termin in der Schule gehabt. Und da hat sie mich halt gefragt, ob ich da auch irgendwie was sagen möchte, so ein bisschen aufklären möchte. Hab ich gesagt, ja klar. Klar, gerne, bin voll dabei und so. Und dann stand ich halt vor einer Klasse und die waren halt sehr interessiert und haben auch viel gefragt und ja, mega, finde ich voll cool. Ich wollte auch gerne aufklären, so über Mobbing und so. Mhm. Das machen ja auch ganz viele. Ja. Ich finde es mega cool. Mhm. Und Aufklärung ist einfach so, so wichtig. Gerade zum Thema, es wird irgendwie gefühlt über alles aufgeklärt, über LGBTQ. Ja, das ist echt. Über die Vielfalt. Ich meine, wer mir länger verfolgt, weiß, dass ich das, also, ich bin nicht gegen LGBTQ. Jeder soll den lieben, wie er möchte und fühlen, wie er möchte. Ja. Aber ich finde diese Aufklärung. Ist halt nicht ganz so weit, so. Ich finde es sehr einseitig und sehr widersprüchlich, weil, es wird über Vielfalt geredet. Aber unter Vielfalt erzählen auch Menschen mit Behinderung und die werden da einfach übersehen. Ja, deswegen werdet ihr bei mir hier nie irgendwie was über einen Pride-Month finden oder auch keine Pride-Month-Färbungen dafür, weil ich bin selber nicht in der Community. Das ist mal das Erste und ich setze mich halt für Menschen mit Behinderung ein, weil es da einfach zu wenige gibt. Das ist auch wichtig, ja. Und ich meine, das machen ja genug andere, dass sie sich für die LGBTQIA+-Community einsetzen. Aber für Menschen mit Behinderung tun halt nicht so viele Leute was. Ja, und man kann die LGBTQI gut, man kann es nicht mit einer Behinderung vergleichen, weil das ja einfach, das hat ja was mit der sexuellen Orientierung zu tun. Mhm. Aber wenn es halt um Menschen, um marginale Randgruppen oder Menschengruppen geht, ich denke, ihr versteht, was ich meine, dann gehört sowohl die LGBTQIA+-Szene oder Community und auch die Community der Menschen für Menschen mit Behinderung dazu. Ja. Weil das einfach Gruppen in der Gesellschaft sind, die ausgeschlossen werden und oder über die sich halt lustig gemacht haben. Ja, eben. Und dann sollte man einfach alles, oder Menschen mit psychischen Erkrankungen, die werden ja auch oft nicht ernst genommen. Mhm. Wenn man über Vielfalt berichtet, dann bitte über jede Menschengruppe und ja. Ja, das sehe ich auch so. Ja, man sollte schon, also wenn man schon Vielfalt hat, dann wirklich über alles, also über alle Randgruppen, sag ich jetzt mal, berichten. Ja, ich denke, die meisten wissen, was ich meine. Ja. Man sagt ja auch marginale Personengruppen oder irgendwie sowas, glaube ich. Boah, keine Ahnung. Nee, aber wie gesagt, nochmal zur Aufklärung, ich finde es halt auch mega wichtig, weil ich habe schon auch, gut, es gibt zwar auch, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht mit dem Aufklären oder mit dem Umgehen, sondern halt, es gibt auch, wie schon gesagt, auch Mobbing habe ich auch Erfahrungen gemacht. Es gab zum Beispiel auch eine Situation, da bin ich in der Stadt gewesen und ich laufe mit meinem langen Stock, mit meinem Blindenstock halt. Und da war auch jemand und hat einfach nach dem Blindenstock gegriffen und hat gesagt, ja, du läufst jetzt nicht weiter. Ich so, doch, bitte lass meinen Stock los und so. Und da hat es auch wirklich, wäre fast eskaliert und alles. Ich hätte dem in die Eier gehauen. Was ist für ein Arschloch? Also ja. Entschuldigung, aber das geht gar nicht. Ja, das geht halt nicht. Absolut gar nicht. Der Stock ist ja nicht, ups, jetzt habe ich hier in die falsches Ding eingestochen, dein Stock ist ja kein Schmuck, das ist ja ein Hilfsmittel für dich. Genau. Und was halt auch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mal einen Führhund haben sollte, ist es auch so,
Also es gibt auch Leute, die haben den blinden Führhund. Und wenn der sagt, nicht streicheln, dann heißt es auch nicht streicheln oder so. Ja, weil das ist ja kein Kuschelhund, nö, so wie jetzt mein Hund. Ja. Sondern, ja, das ist dann ein... Auch sozusagen ein Hilfsmittel, sagen wir das so. Hunde sind ja leider vom Gesetz her betrachtet eine Sache. Na, finde ich echt schlimm. Ja. Finde ich schlimm. Aber es... Sorry, es ist leider... Ja, es ist leider so. Finde ich echt schade eigentlich. Ja, aber was willst du machen? Ja. Ich habe übrigens eine Toni-Figur für meine Toni-Box. Da, also es gibt diesen es gibt so Kreativ-Toni-Figuren, da kann man sich bei tonis.de direkt sich kostenlos oder auch nicht kostenlos Hörspiele draufladen. Mhm. Und ich habe auch eine Toni-Figur, da wird erklärt, wie die Ausbildung von einem blinden Hund, hey, das ist ja cool, ja, abläuft. Das kann man sich kostenlos runterladen. Ja, das ist ja cool. Ab und an höre ich mir das beim Painten an. Das ist dann praktisch wie so eine Schule für den Hund. Der Hund muss dann auch eine Prüfung absolvieren. Genau. Kannst ja mal mitbringen. Ich habe die auf einer Toni. Also das ist keine extra Toni-Figur. Fand ich eigentlich mal ganz interessant. Also ist für Kinder natürlich, aber das ist ja im Endeffekt... Ist ja egal. Egal. Für die Leute, die es halt interessiert, ist es auch gut. Man muss halt wirklich drüber auch wirklich auch aufklären. Ich finde es auch echt interessant, so dass es so Toni-Figuren gibt. Ey, das wusste ich auch nicht. Ja, also so Audiodateien halt. Und die kannst du dir... Du kaufst dir so eine Toni, so ein Kreativ-Toni, die zeige ich dir mal. Mhm. Die sind leer, also da ist nichts drauf. Da ist dann, glaube ich, irgendwie so und so viel Speicher. Ich glaube, 90 Minuten oder so. Und dann kannst du dir da... da gibt es ja die Tonis-App oder die Tonis-Seite. Und dann kannst du dir da verschiedene Hörspiele draufladen. Und da gibt es auch so Wissenshörbücher. Oder es gibt sogar ein Meeresrauschen, was man sich beim Schlafen anhören kann. Ey, cool. Und es gibt sogar Staubsauger. Oha, für die Leute, die das irgendwie beruhigt. Ach, ja, genau, mich beruhigt es nicht, aber... Mich auch nicht. Ich mag das Geräusch auch nicht. So, das ist so praktisch so wie mein Bücherlesen. Ich höre halt Podcasts an oder... Ich mach auch lieber viel lieber Gehör, weil... ja, ich auch. Gut, die Brille, die ich ja euch gezeigt habe, ist auch nur... Ich kann damit nicht viel lesen. Das wird auch nach einer Zeit total anstrengend. Ja, alles. Ja, vor allem wenn es längere Texte sind. Aha. Ja, das ist echt schlimm. Ja, ich kann jetzt mit meiner Gleitsichtbrille. Ich demonstriere das mal. Ich glaube, ich habe hier sogar. Ich habe hier eine Brigitte-Zeitschrift. Und. Ach, hier ist sogar. Was haben wir denn? Nee, das ist nicht für euch bestimmt. Das ist eine. Also hier habe ich das blinde Wolle-Kärtchen. Und früher musste ich so nah hingehen. Also das ist eine ältere blinde Wolle-Karte tatsächlich. Wir haben ja jetzt andere. Und wenn ich jetzt hier so runtergehe, dann. Das ist ja eine Gleitsichtbrille. Oben ist, glaube ich, für Weitsicht. Also das wurde halt für mich so angepasst. Und dann. Gehe ich halt so hin, ich muss halt meinen Kopf so ein bisschen und dann kann ich halt das richtig scharf lesen. Cool. Ich zeig euch das jetzt mal hier mit der Brigitte-Zeitschrift. Die habe ich mir im Krankenhaus gekauft. Mhm. Also meistens, tatsächlich gucke ich mir eigentlich immer nur die Bilder und so Zeitschriften an. Das sind meine Strickzeitschriften. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Also ja, ihr seht jetzt das hier, genau. Das sind so, muss ich mal gucken, wo eine kleinere. Also früher hätte ich da wirklich so. Ja, richtig nah. Okay. Jetzt sehe ich mal, von der Obdachlose hat ja Ai Ali hat in Amsterdam am Bahnhof einen Partenanale. Hä, was ist denn? Ah, die Schrift ist ein bisschen komisch. Anale mit etwa 2000 Euro. Ach, Portemonnaie! Portemonnaie, was lese ich denn da? Oh
mega Sehbehinderten-Fail. Oh, da muss ich euch gleich auch noch was erzählen. Ja, das ging jetzt in die Hose. Egal. Ein Portemonnaie mit etwa 2000 Euro gefunden und es hat bei der Polizei abgegeben. Also, ja, es ist noch nicht perfekt. Ich könnte das jetzt gar nicht lesen. Da muss ich euch was Lustiges erzählen. Letztens ist ein Päckchen gekommen, also von einer Freundin, die liefert ihre Sachen immer zu mir. Dann schreibe ich so, Sammy, dein Päckchen ist gekommen. Gucken wir rein. War es doch nicht ihrs. Ja, Fail. Und ich so, oh sorry, Sehbehindertenlife. Das war... Jetzt probieren wir es nochmal. Balance. Während man im ersten Corona-Jahr 2020 noch den Pflegenden applaudierte, machten sie mit ihrem Buch I'm a Nurse und als the Fabulous Frenzy auf Instagram von sich reden, weil sie ahnungslos berichteten, wie es in Krankenhäusern wirklich zugeht. Also das war jetzt so die Schrift. Ich finde aber irgendwie auch die Schrift ein bisschen anstrengend tatsächlich. Hm. Also es kommt halt immer auf den Kontrast und auf die Schrift an. Aber letztens konnte ich was in der Anna-Zeitschrift lesen. Echt? Krass. Ja. Also die Anna ist auch so eine Strick- und Häkelzeitschrift. Ach cool. Ja. Ja, nö, ich brauch's immer richtig vergrößert alles. Mhm. Aber ich find's cool, dass du so gut damit umgehen kannst und dass sich das nie belastet hat. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Tja, jetzt weil mich hat es. Das sieht man einfach mal, wie unterschiedlich wir sind. Mhm. Und mich hat das halt oft einfach immer belastet. Aber gut, ja. Nur weil wir Geschwister sind, sind wir ja trotzdem unterschiedliche Menschen. Unterschiedliche Menschen. Und ja. Mit verschiedenen Persönlichkeiten und ja. Ja, das ist halt einfach so, ja. Ich finde, also klar, Gegensätze sind ja auch was ganz Normales. Also ich finde es aber trotzdem erstaunlich, dass du jetzt halt damit jetzt ein bisschen besser umgehen kannst. Ja, da musste ich 30 dafür werden. Aber trotzdem, Janina, ich finde das schön, dass du das jetzt mittlerweile besser kannst, im Gegensatz zu früher. Ja, Instagram und so. Gerade so Social Media ist da ja eine gute Hilfe dafür und auch eine gute Plattform. Mm. Auch wenn Social Media ein Fluch und Segen zugleich ist. Ja. So, möchtest du noch abschließend was sagen? Ja, ich überlege gerade nur kurz. Und zwar, ich finde es auch voll cool, wirklich, dass du mich auch als Special Guest eingeladen hast. Finde ich echt total cool. Vielen Dank auch hierzu. Ja, gerne. Wenn ihr möchtet, dass wir das irgendwann wieder machen, dass sie dabei ist, dann schreibt das in die Kommentare. Ja, mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und lasst auch ein Like da und ein Abo. Ja, falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Und ja, du darfst gerne öfters mein Special Guest sein. Mein Einhorn musste ich heute leider zu Hause lassen. Ja, gern. Wäre ich auf jeden Fall voll gern dabei. Ja. Und ja. Also, ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht, dabei zu sein und uns bei unserem Geschwafel zuzuhören. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.